Hallo. Ja, lasst uns Wunder kreieren. Wer ist da? Wer ist bereit, in seine echte, wahre Wunder, göttliche Power reinzugehen? Ja, wir können uns Wunder kreieren. Aber der erste wichtige Punkt dazu, dass es auch klappen kann, ist, dass wir es glauben. Wir müssen glauben. Hallo, hallo. Wir müssen glauben. Wir müssen mehr als glauben. Wir müssen wissen, dass wir eine Seele sind, ein geistiges Wesen, ein spirituelles Wesen, auf jeden Fall ein nicht physikalisches Wesen. Wir müssen wissen, was diese Identität als Samen für uns beinhaltet. Wenn wir also nicht dieses Haut- und Knochen-Menschchen sind, was sind wir dann? Hallo Angelika, was sind wir dann? Wir sind nicht Haut und Knochen, das sind wir nicht. Wir sind unsterbliche Seelen, wir sind unsterbliche. Hallo. Ja, nenn es Seelen. Wir sind unsterbliche energetische Bündel. Wir sind unsterbliche energetische Wesenheiten. Wir sind aus einer ganz, ganz hohen Schwingung. Wir sind aus der göttlichen Schwingung gemacht. Und diese göttliche Schwingung, die dominiert alles. Ja, und diese Schwingung, die ist uns, jederzeit steht sie uns zur Verfügung. Und diese Schwingung, die ist reine Liebe, die ist reines Positives, reines Schönes, reines Wunderbares. Und wie gesagt, diese Schwingung dominiert alles. Wie kommen wir zu dieser Schwingung? Ganz einfach. Wir verbinden uns mit ihr, wir nehmen sie wahr, wir sprechen sie an, wir sprechen diese Wahrheit an, wir sprechen an, wer wir wirklich sind, und wir entfernen uns in diesem Moment von unserer Persönlichkeit, von unserer Persona, die hier auf dieser Erde eine Steuernummer hat und eine Geburtsurkunde und so weiter, eine Geschichte, einfach eine Vergangenheit hat. Diese Persona, die lassen wir in dem Moment, wo wir uns mit unserem höheren göttlichen Selbst verbinden und eins werden und vereinen, lassen wir die zurück. Und in diesem Moment, wo wir dies bewusst tun, kriegen wir diese Power. Wir werden eins mit dieser Power der Liebe, der Göttlichkeit oder du nennst es auch Christusschwingung. Also es ist einfach diese höchste, höchste, höchste Schwingung, die es gibt. Sie schwingt nach Dr. Joe Dispenza viel, viel höher als Lichtgeschwindigkeit. Und irgendwann mal kommen wir in diese Schwingung, wo wirklich keine Zeit mehr ist, wo kein Raum mehr ist, wo alles zum gleichen Moment verfügbar ist. Und da entstehen diese Wunder in diesem Raum. In diesem Raum ist alles, was du dir schon wünschst, vorhanden. Und wir als menschliche Wesen, uns trennt ja so viel von diesem Raum. Und diese Dinge, die uns von diesem Raum trennen, das sind halt Vorstellungen, das sind Gedanken. Und deswegen glauben wir sozusagen nicht an Wunder. Aber wenn du das einigermaßen verstanden hast, dass du wirklich diese dominante Schwingung einnehmen kannst und dann Wunder kreieren. Du kannst Wunder bestimmen. Du kannst tatsächlich bestimmen, was du bist, wer du bist, hallo, und wer du in diesem Leben bist, wer du in Beziehungen zu den anderen bist. Also. Und was wir jetzt machen, wir üben tatsächlich. Und zwar, wir lösen jetzt, wenn ihr Lust habt, zusammen nochmal ganz, ganz viel von unserem menschlichen Sein ab, das uns eben davon abhält, in diese hundertprozentige Power einzutreten
aus der heraus wir Wunder kreieren können. Hallo Manuela, lass uns Wunder kreieren. Und zwar, wir gehen jetzt in das Wichtigste, was wir haben, und zwar in die Beziehung. Und was ist die wichtigste Beziehung? Wir alle wollen Beziehungen haben hier. Wir wollen schöne Beziehungen haben. Als Mensch wollen wir wunderschöne Beziehungen haben. Als Mensch wollen wir Freunde haben. Als Mensch wollen wir Liebesbeziehungen haben. Ja, aber als Mensch kreieren wir uns halt genau immer wieder diese Beziehungen weiter, die wir kennen. Und die Urbeziehung, die wir jemals kennengelernt haben, ist halt die Beziehung zu unseren Eltern, zu unserer Mutter und zu unserem Vater. Ja, das sind diese Urbeziehungen. Und diese Qualität zu einer Urbeziehung, die wird von uns unterbewusst weitergeführt. Und je weniger wir so eine Beziehung haben wollen, wie sie vielleicht, wenn sie schlecht war mit unserem Vater oder wenn sie schlecht war mit unserer Mutter, je weniger wir so eine Beziehung haben wollen, desto höchstwahrscheinlicher ist es, dass wir uns immer wieder so eine Beziehung wieder kreieren. Also ist es absolut essentiell, dass wir diese Beziehung bereinigen. Ja, dass wir wirklich diese Beziehung, unsere Urbeziehung bereinigen, um dann hinterher eben auch die Beziehung zu uns selber in absolut göttliche Ordnung zu bringen und aus dieser Beziehung zu uns selber eben auch alle anderen Beziehungen mit allen anderen Menschen in unserem Umfeld, in unserer Arbeit, in unserem Privatleben, in unserem Liebesleben in Ordnung bringen. Ganz genau. Also deswegen lade ich euch jetzt ein, mit mir zusammen uns in eine reine Beziehung mit unseren vergangenen Beziehungen zu bringen, mit unseren vergangenen Beziehungen, diese alle sauber zu machen und zu bereinigen, damit wir sie in Zukunft nicht mehr reproduzieren, Nummer eins. Und Nummer zwei, dass wir diese göttliche Liebesbeziehung zu uns selber entwickeln können, aus der wir heraus Gesundheit kreieren, aus der wir heraus Fülle kreieren, in allen möglichen Lebenslagen, also Fülle an Freundschaften, Fülle an Geld, Fülle an Erlebnissen, Fülle an Schönheit, an allem, was du dir nur vorstellen kannst, ja? Also lohnt sich das, das jetzt mal zu tun. Deswegen lade ich dich ein, jetzt dich hinzusetzen, tief einzuatmen und auch mit einem Seufzer auszuatmen. Nochmal tief einatmen und einen Seufzer, wirklich so. Lass alles von dir abfallen, was dich gerade noch gestresst hat, was dich gerade noch belastet hat. Und atme nochmal tief durch. Veranker dich mit deinen Füßen am Mittelpunkt der Erde, indem du einfach Strahlen oder Wurzeln nach unten wachsen lässt. Spüre, wie du dich verankerst unten und komme mit deiner Aufmerksamkeit nun von deinen Füßen durch deinen ganzen Körper hindurch bis zu deinem Kopf, aus deinem Kopf heraus, über deinen Kopf hinaus, ganz nach oben, durch die Wolken hindurch, weiter, weiter durch die farbigen vielen Schichten, die dort sind, bis du dich verankerst in der Unendlichkeit deines Seins. Diese Unendlichkeit deines Seins ist dein göttliches Sein, dein perfektes, bedingungsloses Sein in absoluter, hundertprozentiger Liebe. Und nun stellst du dir über deinem Kopf einen Trichter oder eine Dusche vor, die einfach dieses Göttliche bündelt und auf dich fokussiert und oben durch deinen
Kopfchakra in dich hineinfließen lässt. Und nun siehst du, wie diese höchste göttliche Energie, du kannst sie Christus-Energie nennen, Christus-Schwingung in dich eindringt. Und jetzt spürst du, wie sie durch dich hindurch geht, durch deinen Kopf, durch deinen Hals, deine Schultern, in deine Arme, bis in deine Fingerspitzen. Du spürst es, wie es durch deinen Körper durchgeht, deinen Brustkorb, deine Wirbelsäule entlang, in dein Herz, Solarplexus. Nimmt deinen ganzen Körper in Anspruch, geht durch deinen Unterleib, deine Hüfte, deine Beine, deine Knie, deine Unterschenkel, Fußgelenke, Füße. Und nun bist du angebunden an diesen göttlichen Strom, diese göttliche Energie und spürst, wie sich dein Herz öffnet. Und du spürst diese bedingungslose Liebe, die in dieser Energie enthalten ist. Diese bedingungslose Liebe kommt von deinem Herzen, verteilt sich in deinem ganzen Körper und aus deinem Körper in dein ganzes Sein. Dein Seinszustand ist aufgefüllt. Und nun lösen wir alles ab, was aus der Vergangenheit noch irgendwo eine energetische Spur hinterlassen hat. Und zwar mit diesem göttlichen, mit dieser göttlichen Energie und mit dieser göttlichen Schwingung hast du nun die Macht und die Möglichkeit, alles abzulösen. Alles, was dir jemals in einer Beziehung wehgetan hat, alles, was dich verletzt oder enttäuscht hat, muss jetzt gehen. Alles, was dich traurig gemacht hat in einer Beziehung mit anderen Menschen, muss jetzt gehen. Insbesondere Enttäuschungen aus Liebesbeziehungen in der Vergangenheit oder aus präsenten Liebesbeziehungen müssen jetzt gehen. Sie haben keinen Platz in der Bedingungslosigkeit, in der wir uns aufhalten. Jedes Mal, wenn du verantwortlich gemacht worden bist oder beschuldigt worden bist, jede Information diesbezüglich, die sich bei dir noch abgespeichert hat, in deiner Aura oder in deinem Unterbewusstsein, muss jetzt gehen. Jeder Schmerz aus irgendeiner Erinnerung, wo du enttäuscht worden bist, muss jetzt gehen. Du spürst, wie sich das alles ablöst. Die Traurigkeit, die noch in diesen Erinnerungen drinsteckt, wird jetzt abgelöst. Traurigkeit hat keinen Platz mehr. Und alles darf gehen. Alles wird abgelöst. Die Beziehung zu deiner Mutter wird in die göttliche Ordnung gebracht. Alles, was dem entgegensteht, an Erinnerungen oder Informationen, muss jetzt gehen. Die Beziehung zu deinem Vater wird jetzt in die göttliche Ordnung gebracht. Und alles, was dem entgegensteht, muss jetzt gehen. Jedes Gefühl, jede Erinnerung, jede Information daran, dass du nicht respektiert wirst, dass du nicht wertvoll bist,
muss jetzt gehen. Du bist jetzt von komplettem Selbstwert umgeben. Selbstwert erfüllt jede Zelle. Göttliches Selbstbewusstsein fließt nun durch diesen Trichter von oben durch dich hindurch in dich hinein. Bedingungslosigkeit, bedingungslose Akzeptanz, bedingungslose Liebe fließt nun durch diesen Trichter über deinem Kopf durch dich hindurch. Absolute Unterstützung fließt nun durch dich hindurch. Geborgenheit, Aufmerksamkeit, du bist wichtig. Dieses Gefühl fließt nun durch dich hindurch. Du bist sicher. Du bist immer sicher und geborgen. Und alles, was dem entgegensteht, ist nicht in göttlicher Ordnung und muss jetzt gehen. Jedes Mal, wo man dir das Rückgrat gebrochen hat, weil man deine Kraft und deine Macht nicht ertragen konnte und Angst hatte davor, jede Information diesbezüglich muss jetzt gehen. Spüre genau, wie die Wahrheit von oben durch diesen Trichter, die Wahrheit über dein göttliches, perfektes, liebendes Sein durch in dich durchfließt. Spüre es genau durch deinen Kopf, hinunter in deine Schultern, deine Arme, deine Finger. Spüre diese Perfektion deines Seins in deinem Herzen. Spüre, wie es hinuntergeht in deinen Solarplexus, deinen unteren Bauch, deinen Geschlechtsbereich, deine Hüfte, deine Oberschenkel, deine Knie, deine Unterschenkel, deine Waden, deine Füße bis in deine Zehen. Spüre es, wie es dich ausfüllt, diese Wahrheit über dein Sein. Spür es, wie kraftvoll es ist, wie dominant es ist, wie unzerstörbar es ist. Das bist du in deiner Perfektion, das bist du in deiner göttlichen Ordnung, das bist du in deiner Liebe zu dir selbst, in deiner Liebe zu deiner Existenz, in deiner Liebe zu den Menschen hier. Die einen, die dir sehr nahe stehen, und die anderen, die auch mit dir hier dieses Leben teilen. Und spüre dieses absolute, tiefe in Ordnung sein in dir. Du bist in Ordnung in jeder Beziehung schon immer gewesen. In jeder Beziehung mit dir selbst und mit den anderen. Spüre diese Anbindung, spüre diese Wahrheit. Und nun weißt du, wie du wirkst, wenn du in deiner Wahrheit bist. Nun spürst du, wie tief, gut und richtig du doch bist. Und aus dieser Kraft heraus fokussierst du auf deine Wünsche und Ziele jetzt. Und du nimmst einen Herzenswunsch, den du hast. Und du füllst ihn mit dieser Liebe und mit dieser Dankbarkeit und mit dieser Begeisterung und lässt diesen Wunsch durch deinen ganzen Körper diffundieren. Von oben wieder durch den Trichter in deinen Kopf wirst du aufgefüllt von diesem Wunsch und der Dankbarkeit, dass du ihn jetzt lebst. Du lebst jetzt. Diesen wunderbaren Wunsch, diese wunderbare Beziehung zu dir selbst, mit diesem Wunsch zusammen. Alles ist in Ordnung. Dein Wunsch ist erfüllt in alle Zeitreihen und Dimensionen. Dein Wunsch ist manifestiert,
so sei es. So, ein bisschen schief die ganze Geschichte. Hallo ihr Lieben. Ich hoffe, ihr habt das auch gemerkt, wie kraftvoll diese Energie ist, wenn man sich mal drauf einlässt. Diese Energie kann alles bereinigen. Die ganze Vergangenheit, die ganzen Schmerzen, das ganze Leid. Danke, Angelika. Und dann kann sie alles kreieren, was wir in unserer Zukunft haben wollen. So, so kraftvoll ist es. Wie war das für euch? Konntet ihr mitmachen? Seid ihr erst später dazugekommen? Dann könnt ihr auch wieder zurückspulen. Also es ist wirklich so eine ganz kraftvolle Reinigung wieder. Und sowas muss man wirklich täglich machen. Wenn es einem irgendwie nicht gut geht auch. Oder wenn man Sorgen hat. Oder wenn man sieht, die Dinge sind nicht so, wie ich sie mir wünsche. Wir müssen uns davon distanzieren. In unsere innere Wahrheit hineingehen. Und aus dieser heraus mit diesen Kräften, mit diesen Energien arbeiten. Und es ist so einfach. Und ja, macht es, lernt es vielleicht von uns, wenn ihr möchtet, in unserer nächsten Ausbildung. Lasst euch führen von jemandem, der das speziell für eure Anliegen macht. Wir haben alle die Power, füreinander in Heilung einzutreten. Aber wir müssen hier schreien, ich mache das, ich kann das. Und das ist genau der Punkt, warum wir die Ausbildung anbieten zum Coach für göttliche Energie, weil wir nicht gelernt haben, hier zu schreien auf diesem Niveau, weil wir nicht gelernt haben, in unsere göttliche Energie einzutreten und zu wissen, dass wenn wir es tun, dass die Dinge von uns nur befohlen werden müssen, auf höchstem liebenden Niveau und dass dann die Dinge geschehen und das kann jeder von uns machen und diese Ermächtigung in unser wahres Sein uns gegenseitig zu übermitteln, das ist so, so wichtig, damit wir nicht da draußen stehen und denken, irgendwelche Politiker oder sonst irgendwelche Entscheidungsträger können über unseren Kopf hinweg entscheiden zu unserem Schaden. Das geht nicht, wenn wir in unserer Power sind. Je mehr Leute hier eintreten in ihre Power, je mehr Leute diese Arbeit machen, je mehr Leute mit göttlichen Energien, mit göttlichen Seinszuständen hier unterwegs sind, desto schneller sind wir frei. Frei von diesem Hokuspokus da draußen, das uns suggeriert, dass hier etwas anderes hier herrscht oder dass wir manipulierbar sind. Nein, wir sind es nicht. Wir müssen uns nur bewusst werden, wo unsere wahre Kraft ist. Und je mehr und mehr wir das lernen, üben, umsetzen, machen, Zeit dafür erübrigen, zu schöpfen und zu schaffen, desto schneller wird es hier schön für alle. Und auch für die, die es noch nicht gelernt haben und für die, die es nicht so gut können. Wir müssen Vorbilder sein und sagen, es gibt keine Bedingungen für dieses Göttliche, um dieses Göttliche zu verkörpern, zu weiterzugeben, zu leben. Dieses Paradiesische, dieses Einfache, dieses Leichte, was für uns da ist. Wir müssen das üben. Wir haben vorher so lange was anderes geübt. Ist ja logisch, dass wenn wir jetzt plötzlich klar werden und wach werden, wer wir wirklich sind, dass wir üben müssen, aus diesem wahren Seinszustand heraus auch zu leben. Und da machen wir Fehler. Und da müssen wir uns halt immer wieder korrigieren, weil das Alte will ja nicht sterben. Das ist ja allgegenwärtig, unsere alten Denkmuster, Überzeugungen, Handelsmuster. Die bleiben ja bestehen. Die lösen sich nicht auf. Nur wir entscheiden mit unserem eigenen freien Willen,
wonach wir uns richten und nach welchen Regeln wir unser Leben gestalten, unser Sein gestalten, unser Zusammenleben gestalten. Und es ist so kraftvoll, wirklich, 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 macht diese Arbeit, macht diese Anwendungen, lasst euch diese Anwendungen geben, lernt selber so mit euch Anwendungen zu erarbeiten für das, was ihr gerade braucht. Es ist Wunschkonzert. Du musst es dir nur holen und du musst es dir trauen zu holen. Es ist da, es ist alles da. Du musst es einfach nur packen und sagen, ja klar, ist meins, Geburtsrecht. Schönes Leben in Leichtigkeit und in Freude. Egal wie ich aussehe. Habe jetzt auch kein Make-up gemacht, nichts groß. Ist doch wurscht. Ich glaube, ich habe euch trotzdem eine schöne Energie übermittelt, eine schöne Anwendung gegeben, eine schöne Inspiration gegeben, nur weil ich jetzt aufgetaucht bin. Ja? Also, zeigt euch, taucht auf, zeigt eure Schönheit. Und wenn ihr mehr wissen wollt über diese Anwendung zum Coach für göttliche Energie, morgen um 11 hier wieder in der Gruppe mit der Anja, mit der ich das zusammen mache. Eine absolute göttliche Schönheit. Aber wie gesagt, Schönheit innen und außen, nur Schönheit außen, wen interessiert's, oder? Also ihr Lieben, bis dann, tschüssi.